Liebe kann so schön sein. Kann, die Flirtfestspiele sind eröffnet. Heidi Klum, 44, hat bei der Amfa-Gala im Rahmen des Filmfests ihre neue Liebe offiziell gemacht. Und Lover Tom Kaulitz, 28, erstmals mit auf den roten Teppich genommen. Arm in Arm strahlten die zwei für die Fotografen. Ein Statement des Paares gab es zwar nicht, dafür zärtliche Küsse von Tom auf Heidis Wange. Ihre glitzernde, zu Haya Murat-Droge? Einfach nur wo. Und schauen Sie nochmal genau hin, sie ganz romantisch im Weiß, er elegant im schwarzen Smoking, probt das neue Traumpaar hier etwa schon für seine Hochzeit. Klum war neben Geoutis wie Carolina Kurkova, 34, und Alessandra Ambrosio, 37, als Ehrenvorsitzende zur HIV-Charity geladen. Und stellte mit ihrer Teppichtortelei selbst die Schanzen in den Schatten. Mit diesem Schmuseauftritt auf dem roten Teppich in Cannes geht die Turteltour in die nächste Runde. Zuvor hatte sich das Pärchen schon in Mexiko, Moskau und Berlin sehr vertraut gezeigt. Mal sehen, wo die Reise als nächstes hinget. Mehr Promi-News gibt's auf Bild Facebook. Jetzt folgen.